Hey Freunde, kommen wir zum Dragon Ball Beweglichkeitstraining. Schließe die Wüstenzeitprüfung ab. Die Aufgabe selber ist eigentlich ziemlich leicht. Wir machen die trotzdem einmal kurz zusammen. Wir finden das Ganze hier unten beim Wasser in der Kurve, beziehungsweise auf dem Felsen neben dem Fluss. Dann sehen wir das Ganze auch schon hier aus der Luft. Ich muss euch gleich sagen, die Aufgabe backt ein bisschen. Also wenn ihr das jetzt hier habt und rangeht und das Ganze nicht aktiviert wird, geht ihr einfach raus und startet eine neue Runde. In der neuen Runde angekommen, klappt das Ganze dann auch. Drehen wir uns hier einfach um. Die Zeitstempel selber sind gar nicht zu übersehen. Wir müssen hier einfach runter. Hier über den Fluss rüber. Passt auf Gegner auf. Da zurzeit viele die Aufgabe machen, streuen dann die hier auch rum. Wie gesagt, die Zeitstempel sind nicht zu übersehen. Da vorne hatten wir jetzt gerade den Gegner. Der ist aber auf der Jagd nach jemand anders. Dann müssen wir jetzt hier links runter. So, hier den Berg wieder hoch. Dann hier über die Seilrutsche auf die andere Seite. Und dann haben wir da vorne auch schon unseren letzten Zeitstempel. So, und wie ihr seht, ist der Auftrag damit dann auch schon abgeschlossen. Wenn ich euch damit weiterhelfen konnte, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und bis dahin sehen wir uns zum nächsten Clip. Ciao!